Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der sächsischen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als sich im gleichen Zeitraum neu bilden. Ein urkonservatives Prinzip, das durchaus geeignet wäre, die Schattenseite der modernen Wachstumswirtschaft, nämlich den bedrohlich steigenden Ressourcenverbrauch, in den Griff zu bekommen und den Wohlstand und eine intakte Natur auch für künftige Generationen zu bewahren. Leider sind aber Nachhaltigkeitsdiskurs und Politik in die Hände von linken Sozialingenieuren geraten und dadurch gründlich verdorben worden. Die vorsichtige Weisheit der Nachhaltigkeit wurde in eine aggressive Hypermoral umgebogen, die direkt oder indirekt auf Enteignungen unseres nationalen, aber auch privaten Vermögens hinarbeitet. Du wirst nichts mehr besitzen, aber glücklich sein, tönt es aus Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum. Und schulden wir nicht dem Klimaflüchtling unseren Wohlstand im Namen globaler und historischer Gerechtigkeit? Das Narrenschiff der sozialistischen Utopie segelt heute unter der Flagge der Nachhaltigkeit. Alle linken Lieblingsideen werden diesem missbrauchten Begriff untergeschoben. So werden Gleichstellungs- und Genderpolitik von unserem Bildungsministerium als Nachhaltigkeitsmaßnahmen eingestuft. Und laut nationalem Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen Studenten zu Change Agents im Dienst der großen Transformation erzogen werden. Nie war Friedrich von Hayeks Warnung vor der verhängnisvollen Wissensanmaßung des Sozialismus aktueller als heute. Jede Planwirtschaft, wusste er, muss scheitern, weil prinzipiell kein ökonomisches Modell der Komplexität der Wirklichkeit gerecht werden kann. Und um wie viel mehr muss Scheitern und Katastrophen herbeiführen, wer glaubt, das Weltklima und die totale globale Gerechtigkeit herbeiführen zu können? Zu echter Nachhaltigkeit würde gehören, von solchem Planungswahn Abstand zu nehmen. Sie führen den Begriff Nachhaltigkeit zu Unrecht im Munde. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Professor Dr. Stefan Seiter.